Dieses Auto sieht einfach nur scharf aus. Vorn ähnelt der neue Cadillac CTS einem Gillette Mach 3 Rasierer. Die gefeilte Nase reckt sich selbstbewusst in den Fahrtwind und scheint die Luft zu zerschneiden. Hinten und vorn vermitteln senkrechte Leuchten ein eindeutiges Bild. Achtung, ich bin ein Cadillac. Unser Testwagen in der Sport-Luxury-Ausstattung verwöhnt uns serienmäßig mit einer Lederausstattung. Die Verarbeitungsqualität passt ebenso wie die moderne Optik der Instrumente. Sie lauern in Röhren hinter dem Lenkrad. Eine Schau ist das Multimedia-System. Ein Display in der Mitte der Armaturentafel zeigt die wichtigsten Daten, beispielsweise vom Radio. Auf Knopfdruck kann der Monitor ein Stück nach oben fahren und bietet dann eine Anzeigefläche von 8 Zoll. Die Sitze vorn sind bequem gepolstert. Für zusätzlichen Komfort sind sie beheizt und belüftet. Allerdings geht es vorn etwas eng zu und das rechte Knie des Fahrers hat häufig Kontakt mit der Mittelkonsole. Ebenfalls nicht üppig ist das Platzangebot im Fond. Wer größer als 1,80 Meter ist, bekommt hier mit der Kopffreiheit Probleme. Zwei Benziner stehen zur Wahl. Einer davon ist ein 2,8 Liter V6 mit 211 PS. Unser Testwagen wird vom 3,6 Liter Benzin-Direkteinspritzer befeuert. Die Maschine schickt 311 PS auf die Hinterräder. Optional kann ein permanenter Allradantrieb geordert werden. Der Motor ist im unteren Tourenbereich recht leise. Er entwickelt aber einen kernigen, fast zu rauen Sound, wenn man ihn mit gestrecktem Fuß fordert. Der CTS spurtet mit einem mächtigen Druck im Rücken los. Unter Vollgas wechselt die von uns getestete Sechsgang-Automatik die Gänge spürbar, kann das beim Cruisen aber auch ganz sanft. Überrascht sind wir von den Fahreigenschaften. Der CTS kann sich durchaus mit der europäischen Konkurrenz messen. Der 3.6 V6 Sport Luxury mit Heckantrieb verfügt über eine straffere Fahrwerksabstimmung als die anderen Modelle. Diese Abstimmung ist alles andere als amerikanisch weich. Lange Bodenwellen steckt die Federung gut weg. Kurze Wellen lässt sie dagegen nach innen durchschlagen. Dafür können Kurven in hohem Tempo durchwedelt werden. Der günstigste CTS ist der 2.8 V6 mit Handschaltung für 36.290 Euro. Unser üppig ausgestatteter Testwagen hat 46.490 Euro gekostet. Für die Top-Version mit Allradantrieb muss man 49.090 Euro hinlegen.